Change. We talk about change a lot because it's the spirit that drives us. For us, change is, and always has been, about challenging the status quo. In fact, change is here. We changed the rules. We changed the game. For you. Change your mind. Change your view. Change your way. JFD. Just fair and direct. So, meine lieben Zuschauer, da sind wir auch schon wieder dabei. Sonntagnachmittag, relativ fortgeschritten zur Zeit, deswegen auch jetzt hier der letzte Vortrag für Sie. Gerade eben haben wir den Einspieler gebracht mit unserem JFD Change Spot, der lief auch auf Bloomberg und anderen Kanälen. Damit wollen wir natürlich genau das unterstreichen, was uns das Motto des heutigen Tages und auch der Woche war und unser Motto seit Entstehung vor mehr als 4 Jahren. Im Prinzip den User, den Trader, den Nutzer von Handelsplattformen dahingehend den Weg zeigen, auch hier mal eine andere Gedankenstruktur anzunehmen und eben hinter die Kulissen zu schauen, um wirklich mal auch die Wahrheit zu entdecken. Und uns ist es eben tatsächlich ein Anliegen, mit dem Namen Just Fair and Direct nicht nur daherzukommen, sondern das auch vorzuleben. Und ich glaube, wir haben Ihnen da heute vielerlei Inputs geben können, die jetzt erstmal sitzen müssen. Aber schauen Sie sich die Videos ruhig nochmal an, lassen Sie das mal auf sich wirken. Und wäre uns eine Freude, wie gesagt, wenn Sie auf dem Weg zum Wechsel hier das Ganze aufsaugen, aufnehmen und dann natürlich zu Ihrem Vorteil, und nur darum geht's, weil JFD ist ein Broker für den Kunden als Agent. Wenn wir wachsen oder wenn der Kunde gewinnt, nur dann können wir wachsen. Also das heißt, wir haben auch ein Bestreben, dass unsere Kunden länger als der Durchschnitt, und wir reden hier tatsächlich nur über 6 bis 9 Monate, ihre Konten behalten im großen Schnitt. Es gab verschiedene Studien aus Frankreich, Deutschland, dass tatsächlich viele FX- und CFD-Konten, die aufgemacht wurden, nach 9 Monaten spätestens, eher noch nach 6, liquidiert waren. Sprich, es war kein Geld mehr auf dem Konto. Das kann natürlich nicht das Ziel des Tradings sein, das Ansatz, was wir verfolgen. Wir wollen natürlich, dass auch Sie erfolgreich sind.